Hallo Leute, recht herzlich willkommen in Folge Nummer 15 von Transport Fever 2 auf dem Kanal Asreiter. Jo, wir sind hier unterwegs, haben letztes Mal überlegt, ob wir hier einen zweiten Zug haben wollen, Geld lassen und hier sind 140.000 und ja, ich denke, wir machen das mal nicht mit dem Zug erstmal. Ich denke, wir kaufen noch eine Kutsche dazu oder auch zwei oder drei. Gerade auf dieser Linie ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da mal ein paar Fahrzeuge noch drauf kriegen. Deswegen bin ich da am Überlegen, definitiv ein Fahrzeug zu kaufen. Hier noch so eine Kutsche. Ich glaube, die war das mit 5 Gütern genau so. 32.000. Und wir machen da noch Zweier drauf. Und machen mal so. Und dann können wir die alle auf die Linie. Welche Linie war das hier? 12. Genau. Jetzt waren die dafür los. Okay, die sind unterwegs. Wir gucken gleich, wie weit das dann weitergeht. Nach dem Intro schauen wir rein. Bis gleich. Okay, also die sind da hier unterwegs. Wir haben hier irgendwo ein Fahrzeug, was wir schon hören, mit Dampfantrieb, ne, oder? Ah, der ist da, okay. Die beiden sind unterwegs, um dort hinten Ware anzunehmen. Ich hoffe, die fahren jetzt beide in die richtige Direktion. Lightscow Nord müsste das ja sein. Und der andere auch Lightscow Nord, dann passt das. Also die sollten hier dann erstmal Ware annehmen. Hier steht ja, liegt ja genug, wie wir sehen. Er hat da gerade was abgeholt. Die produzieren nach, alles ist gut. So, hier haben wir 47 Passagiere stehen, die abgeholt werden wollen. Wie viele stehen denn hier? 13, okay. Hier gibt es nur einen Bus nur noch und das ist der da, ne, oder? Er kann 5 befördern. Wie viele stehen denn hier? 7, okay. Aber hier unten stand keiner, wie immer, ne? Nee. Da müssen wir doch jetzt mal gerade hier nochmal drauf gehen. Und lass mal gerade schneller laufen. Die 5 fahren auf jeden Fall mit. Und die fahren. Okay, wo fährt der denn hier lang? Ach so, die müssen hier lang, um dann da hochzukommen. Okay. Hier sind 14 und da passiert jetzt was. Okay, der lädt tatsächlich da alle ab. Und lädt wieder ein. Dann stehen da nur noch 9. Dann muss da drehen, ne? Stehen hier 47? Ne, da stehen jetzt 50. Ach, die wachsen sogar noch, weil die von der Bushaltestelle jetzt gerade darüber gejumpt sind, ne? Alles klar. Ist das auch geklärt? Können wir denn diese Stadt mit dieser Stadt, die hier unten ist, wo ist denn die jetzt? Da, okay. Macht jetzt nicht so wirklich Sinn, oder doch? Können die von hier nach da verbinden dann, ne? Ja, nee, macht keinen Sinn, das ist zu weit weg. Jetzt wäre wieder interessant, was mit dem Schifflein zu machen, aber der Zustand von mehreren Fahrzeugen ist schlecht. Warum werden die mir jetzt nicht angezeigt? Schade, ne? Fahrzeugliste, Fahrzeugstatistik. Ja, Fahrzeug verwalten. Wo kann ich denn jetzt hier? Ne, verkaufen wollte ich, will das Fahrzeug ins Depot schicken. Ne, ersetzen. Okay, da gibt es eine neue Dampflok. Kostet aber 1,6 Millionen, kann sich keiner leisten. Und hier ist eine. Ah, das ist jetzt wahrscheinlich das erste Fahrzeug. Hier unten ist es ja schon. Was mit Dampf fährt, ne? Kostet 40 und wir haben jetzt gerade noch zwei Pferdekutschen gekauft. Ach, Antriebsart Diesel, okay. Der Diesel hat es geschafft. Ja, der Daimler Motorgesellschaft war ein deutscher Motor- und später Automobilhersteller, der zwischen 1890 und 1920 tätig war, genau. Aber was wollten wir jetzt machen? Wir wollten jetzt hier die Postkutsche austauschen, wenn
gegen ihn hier. 28 würde sich jetzt ausgehen. Machen wir auch. So, wieder in die Liste rein. Sehr schlecht. Alter, 39 Jahre. Okay. Fahrzeug verwalten, Fahrzeug austauschen. Gegen die Dampfgeschichte hier, oder? Ja. Oh, jetzt haben wir gerade nicht das Geld dafür. Ich mach's jetzt aber. Weil irgendwann ist es sowieso fällig, ne? Die sind alle sehr schlecht hier auf Linie 8. Fahrzeug verwalten. Und wieso geht das? Achso, das ist schon das, okay. Oh, da ist viel Geld gerade da. Da muss man das mal schnell hier alles durchziehen. Auf der ganzen Linie werden jetzt die anderen Fahrzeuge verkehren. Nee, der war das nicht. Doch, der ist das schon. Aber nicht da, sondern da. Warte mal, den weg, den dran. Den dran und geht. Den weg, den dran und dann dahin und dorthin. Und jetzt sind es da diese 53.000 schnell gemacht, damit das auch erledigt ist. So, die sind alle gut. So, wie sieht es denn weiter aus? Auf Linie 9 gibt es noch ein schlechtes Fahrzeug. Drei schlechte Fahrzeuge sogar. Die Frage, ja, kriegen wir jetzt nicht hin, weil da unten sehen wir, sind jetzt gerade keine tollen Zahlen. So, mal gucken, wie wir es hier weitergehen mit dem Zug. Der ist da. Wo ist der andere? Der ist nicht hier, aber der kommt da gleich an. Hier kommt jetzt gerade der Tram an und jetzt 6 Passagiere. Okay. Landauer ist jetzt verfügbar. Fährt 20 km/h. Der Landauer ersetzt jetzt die Kutsche, oder? Ah, das ist unser Zug. Das ist natürlich ganz schlecht, wenn die Züge schon schlecht sind, ne? Weil die können wir uns nicht so wirklich leisten, oder? So, da ist der Landauer. Das ist der Dieselwagen. Hier sind es 4. Da sind es 5 und da sind es dann sogar 6. Aber... Oh, 37.000 kostet der und der kostet 32, ne? Nee, 27. Das sind 10er mehr. Der fährt 20 km/h, der fuhr 17. Ja, okay, der Landauer ist also schneller. Okay. Hat man hier schon geguckt? Ja, ne? Der fährt sogar 25 km/h. Der fuhr nur 20. So, jetzt wäre das Geld da. So, jetzt nochmal das Ganze dahin. Den Landauer ausgewählt und die 75 haben wir jetzt gerade nicht. So, ein bisschen abwarten. Die kommen bestimmt gleich schon wieder rein. Wir müssen den Fuhrpark definitiv ja modernisieren. Aber jetzt nur noch 16.000. Jetzt dauert es länger, bis das ausgetauscht wird. Nein, jetzt machen wir es. So, jetzt. Da müssen wir hin, ne? Okay, das ist die Kutsche. Ja, sieht krass aus eigentlich, oder? Ja, ich hätte ihn jetzt gerne gedreht, aber das habe ich wohl nicht geschafft. Die Frage, wie nimmt das, wird das auf Linie 1 angenommen, ne? Okay, so wie es aussieht, sind jetzt mehr Passagiere vielleicht da, kann das sein? 16 Passagiere stehen am Bahnhof. Okay.
Wie wir stehen an anderen Haltestellen. Hier ist ja eine doppelte. Okay, da, die stehen an Linie 9. Hier steht niemand an Linie 1. Das ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Ah, der ist gerade durchgefahren. Ich glaube, da kommt auch noch so ein Landauer, oder? Ja. So, jetzt ist interessant, ob die von Linie 1, ah, da stehen sogar zwei jetzt für Linie 1, und ob die, die da jetzt aussteigen, auf, ja, oder? Ja, einer wäre da hingegangen, der Rest wohnt in der Siedlung oder ist zur Siedlung gegangen. Ja, gut. Linie 9 ist hier, ne? Das ist kein Fuhrwerk, ist ein Fuhrwerk, ja, aber nicht von uns, das auch nicht. Okay, Linie 9. Wie sind denn die Fahrzeuge da drauf? Linie verwalten, ne, das wollte ich nicht. Da sind wir falsch unterwegs. Linie 9 wollten wir sehen, ne? Ja, sind auch zu alt. Ist sehr schlecht, das ist klar. Aber erst muss das gewechselt werden, wenn. Okay, 62.000 Miese. Ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Mal gucken, ob es besser wird. Aber wir haben ja viele Fahrzeuge jetzt gerade schon gekauft. Also so schlecht war das jetzt auch nicht. Das Entscheidende ist, dass wir durch den Landauer jetzt auch zwei Passagiere mehr mitnehmen, wie hier in der Kutsche reinpassen. Vielleicht ist das auch ein Pluspunkt dann, ne? Vielleicht müssen wir aber darüber nachdenken, dass wir die eine oder andere Kutsche dann runternehmen, weil zu wenig Fahrgäste. Okay, jetzt haben wir knapp plus. Sind aber jetzt wieder ins Minus gerutscht. Ja, hier diese Kutschen, die hätten wir natürlich super mit dem Diesel da hochfahren können, weil der mehr Kraft hat, ne? Würde ich sagen. Schlecht gelaufen, oder wie sagt man? Die drei müssen wir austauschen. Dafür brauchen wir dann für den Landauer 114.000. 76 haben wir gerade. Wenn das Geld da ist, mache ich das auch. Und die Frage, wann das Geld da ist, ne? Aber wir kommen immer weiter ins Plus, meines Erachtens. Also es läuft eigentlich. Die Leute fahren auch ja, wie gesagt, wohl lieber mit Fahrzeugen, die nicht so klappern, ne? Sind wir bei 25 Miese. Jetzt bei Pelling nicht den Zug. Da fährt er runter. Und da kommt er, okay. So, mal gucken, ob das jetzt was wird. Nee, das wird nichts. Wir haben 56.000 Miese, 80 sind plus. Okay, das reicht nicht. Ja, da sind schon wieder 50.000 von weg von den 80.000. Ja, ist sehr schlecht, ich weiß. Wir arbeiten aber dran. Auch Fahrzeug 19 wird irgendwann ersetzt werden. Ich hoffe, das klappt gleich hier mit dem. Wie viel stehen denn da noch? 75. Ach so, ist ein großes Männchen dann sozusagen. Und hier? 71 und 12. So, jetzt kommt er da gleich an. Dann wollen wir gucken, ob wir hier die 114 schaffen. Aber ich glaube nicht, ne? 96, knapp drunter. 98. 112, ah, da war das Geld mit mal weg. Obwohl, wenn der Zug hier unten vielleicht schon ankommt, ah ne, das ist noch nicht so weit. Jetzt geht's und ich hab's gemacht. So, jetzt haben wir hier nur noch eine Kutsche und der Rest sind schon diese Fahrzeuge, die Landauer. Und das ist ja jetzt auch der weite Weg, ne? Der hier die Linie 9 betrifft.
Warte, die fuhren hier los. Hier stehen 25 Passagiere, die hier lang wollen. Und in Neuendorf bei Nimjek. Via Blumenstraße, via Birkenstraße. Ah, das heißt, nach dahin wollen 61. Aber wofür ist das Ausrufezeichen? Kann mir das einer sagen? Bachstraße. Ach, der ist voll. Das heißt das wahrscheinlich. Es würden sogar gerne noch mehr mitfahren, so wie es aussieht. Kommen denn mal hier Fahrzeuge an? Ah, da ist schon eine Dampfkutsche. Ah, und dann sind es gleich fünf weniger vielleicht. Aber in die Richtung. Vielleicht sollten wir zwei Linien daraus machen. Wäre vielleicht effektiver. Weil wenn diese alle nach da wollen, dann wird das Sinn machen. Da müssen wir mal drüber nachdenken, oder? Dass wir die Linie splitten. Lass mal gerade gucken hier. Die steigen hoffentlich alle aus, ne? Machen sie auch. Und dann sind nur 56 da. Das wird aber nicht lange dauern, dann ist die auch voll. Ah, da kommt jetzt schon der nächste Wagen. Und der kann ja schon 6, ne? Einen mehr also. Wie sieht's bei dem aus? Oh, da ist gar keiner dran, das ist ja ganz schlecht. Diese Bushaltestelle ist leer. Hier Birkenstraße lohnt sich nicht, oder was? Hat der denn welche mit? Ein einziger ist da drin. Also gut ist was anderes, ne? Zwei sind da drin. Drei sind da wenigstens drin, okay. Und hier. Ah, der ist voll. Fünf. Und wie viel stehen noch hier? 7 und 4, okay, das geht. Da fährt einer mit. Da ändert sich jetzt hier aber was, ne? Haltestelle ist aber leer und der Wagen hat diesmal 2, okay. Ja, das ist jetzt nicht so prickelnd. Da müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Hier steht niemand und hier hinten war auch noch eine Haltestelle. Steht auch niemand. Gut. Ich würde sagen, wir müssen gucken, dass wir weiter investieren auf jeden Fall. Wir müssen schauen, dass wir das ein oder andere Fahrzeug auf jeden Fall noch austauschen. Wir sind jetzt gerade mit 14.000 im Plus, was jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, weil wir sehr viele Fahrzeuge diese Folge gekauft haben und wollen mal gucken, dass das weitergeht. Ne? Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.